Herzlich willkommen bei Metalalter TV, dem Kanal für Leute mit gutem Musikgeschmack. Ich bin's, euer Tigger, und ich hab gesehen, der Rapper F-Hero aus Thailand hat zusammen mit der thailändischen Rockband Body Slam ein neues Lied rausgebracht. Es nennt sich Leave It All Behind. Aber dem noch nicht genug. Nicht nur, dass da F-Hero und Body Slam bei sind. Nein. Baby Metal ist auch dabei, deswegen hören wir da jetzt rein. Ich habe noch, glaube ich, noch nie bei diesem Kanal hier auf einen Rapper reacted. F-Hero ist ja ein Rapper und es ist halt sein Song. Zusammen mit Body Slam und Baby Metal, Leave It All Behind. Ich würde sagen, das hören wir uns jetzt an, das schauen wir jetzt rein. Ihr kennt das Ganze, ich quatsch drüber, danach quatsch schon noch ein bisschen über die Band, über die Musiker. Ihr wisst, was ich meine, los geht das. Yunting du quam ni chai ti pang Yunting du quam kat wang ti mod quam mai. Das ist wahrscheinlich Body Slam. Okay. Endzeitstimmung. Die Kometen kommen. Da ist die Titanic wieder aufgetaucht. Sehr geil, gefällt mir. Wie gefällt es euch? In die Kommentare damit. Wenn ihr schon dabei seid, Like, Abo nicht vergessen. Dance Part. Ist halt ein Hip-Hop-Song. Ist ein Rock-Song. Geil! Mega! Sowas gefällt mir! Alle zusammen. Ich glaube, da sind wir zum ersten Mal alle zusammen da zu sehen. Ja, gefällt mir richtig gut. Richtig geiler Song.
Leave It All Behind. Da seht ihr noch die Credits. Sehr, sehr, sehr geiler Song. Muss ich sagen, Baby Metal und F-Hero und Body Slam, beziehungsweise F-Hero und Body Slam und Baby Metal. Sehr geil. F-Hero, Body Slam habe ich vorher noch nie was von gehört. Das sind halt thailändische Musiker. Und bis ganz da raus ist mein Musikhorizont noch nicht gekommen. Ich erweitere ihn ja regelmäßig. Und ich muss sagen, richtig, 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 richtig geiler Song. Das gefällt mir, dieser Crossover. Rap und Metal gefällt mir sowieso ganz gut. Das ist Musik aus meiner Jugend tendenziell. Ne? Habe ich ja damals viel gehört, habe ich auch schon mehr als einmal hier auf meinem Kanal erwähnt. Und das ist wieder so nochmal eine Nummer obendrauf, nochmal eine Nummer geiler. Richtig guter Song. Ich muss sagen, vor allem dieses mit dieser Endzeitstimmung, die Kometen kommen auf die Erde und Baby Metal, F-Hero und Body Slam stehen da quasi als die Götter der Gezeiten. So, ich zock momentan wieder Mortal Kombat, daher diese Götter, da habe ich das daher so, diese Götter der Welt, die Naturgötter, die auf die Erde aufpassen oder sie zerstören wollen. Eins von beiden, das weiß man in dem Fall noch nicht. Ne, anscheinend, dass sie die Letzten auf der Erde waren, dann noch Musik gemacht haben, wenn sie schon die Letzten sind, ne? Können sie auch mit dem sinkenden Schiff weiter musizieren, wie damals auf der Titanic, die da ja auch zu sehen war. Das sah zumindest so aus wie die Titanic hinter dem F-Hero. Ja, sehr, sehr geiler Song. F-Hero ist ein Rapper, kommt aus Thailand und hat auch schon einige Sachen veröffentlicht. Macht seit 2015, haut der Veröffentlichungen raus, findet da im Internet, wenn ihr euch da genau mal informieren wollt. Und Body Slam gibt es auch, haben sogar eine Wiki-Seite. Die Band gibt es seit 2014 und haben auch schon einige Alben rausgebracht. Ja, und über Baby Metal brauche ich hier gar nicht mehr reden. Die kennen wir ja. Hier habe ich auch schon das ein oder andere Mal was zu gemacht. Ich muss sagen, der Song geil. Ich finde ihn cool. Ich habe halt gesehen, neuer Song mit Baby Metal. Ich dachte mir so, okay, und dann mit F-Hero und Body Slam. Baby Metal ist ja momentan sehr für, ich sag mal, neue Sachen offen, so, oder sehr für Kooperationen offen. Haben ja auch schon mit anderen zusammen gemacht, wo ich auch schon was drüber gemacht habe, wo Breaking the Law zum Beispiel gesungen haben. Auch sehr geil. Und der Song wieder was ganz Neues, oder für mich was ganz Neues. Ich habe auch zum ersten Mal Baby Metal rappen gehört. Ja, finde ich cool. Erstmal natürlich ein Like da lassen auf das Video. Und ich glaube, bei dem guten F-Hero, wenn der viel mit Gitarrenmusik macht, werde ich den mal im Auge behalten. Ich werde da gleich mal reinhören auf Spotify, was der sonst noch so macht. Und ja, bin ich gespannt. Und Body Slam sowieso, die kommen jetzt bei mir auch auf die Liste. Wie gefällt es euch? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.